So, damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge zum Proton-Bus-Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute mit dem Solaris Urbino 18 unterwegs, einem Gelenkbus hier bei Regen. Schön. Wir wollen uns das Ganze mal angucken. Wie sieht es denn so aus mit Regen? Wie verhält sich das Ganze? Und so weiter und so fort. Lass mal die Fahrgäste einsteigen, sonst werden sie noch nass und frieren eventuell. Das wäre natürlich nicht so geil. Wollen natürlich nicht, dass die hier krank werden, hier die armen Fahrgäste. Und von daher, steigt ein! So. Oh, wird voll, wird voll. Tür zu. Wird sonst kalt. So, na dann, lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, das ist der Innenraum. Achso, guck mal, wir können sogar mit Maus fahren. Aber das finde ich ja echt wahrscheinlich noch komplizierter, mit Maus zu fahren. Ja, sonst, wie gesagt, ja, alles wieder dabei, ne? Der Urbino kommt uns auch sehr bekannt vor. Wieder alles, wie gesagt, knackscharfe Texturen hier. Also hier, spätestens hier dran siehst du, dass es sich um den gleichen Bus handelt, ja, wie aus OMSI. Also man hat hier sich hier wirklich schon sehr, sehr kräftig bedient an Alteras Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob Altair davon überhaupt was weiß. Dass die Arbeit hier drinnen steckt. Dann können wir natürlich auch mal ein bisschen so nach hinten linsen. Huch, habe ich mich erschrocken. So, und auch hier, ne? Sitzen wir, stehen wir hinten. Können nach vorne gucken. Und hier, na, also. Das sieht schon original nach Solaris Urbino aus, so wie ich ihn liebe. Ja. Großer Freund von Solaris. Das passt. Regen, wie gesagt, ist an. Es regnet, donnert. Oh, aber hier habe ich einen Fehler gesehen. Guck mal, da glitscht ein Arm durch. Das sind so, so kleine Sachen, die man immer so ein bisschen Also bei Regen, ne, merkt man die Performance. Ja, da läuft schon nicht mehr ganz so ruckelfrei. Warte mal, ich will es mal probieren. Achso, wie gebe ich jetzt hier Gas? Gar nicht. Nee, dann geht es jetzt schon mal nicht. Alles klar. Müssen wir dann doch mit. Das ist ein Tonfall. Ich dachte, man gibt hier irgendwie Gas oder sowas. Nö. Passiert nichts. Schade. Obrigado, motorista. Tchau. Olá, como vai? Tchau. Ich laufe sogar mit Regenschirm. Boah. Das hat richtig gedonnert, ey. Ich habe aber eigentlich einen leichten Regen angemacht, nur. Ich wusste nicht, dass ich hier Weltuntergang hier mache, weißt du? Ja, fantastisch. Aber ich muss sagen, also ich bin überwältigt, ja. Das schaut mit Regen schaut das richtig, richtig gut aus. Nicht schlecht, nicht schlecht, Leute. Finde ich richtig positiv wieder. So, alle drin? Ne.
Ja, leider leidet aber die Performance. Ich sehe das. Es regnet und regnet und regnet. O motorista, poxa, mas atenção, né, cara? Opa, tudo certo? So. Weiß gar nicht, ob es hier Kollisionen gibt mit Fahrzeugen oder sowas. Nee, gibt keine Kollision. Wir können durch die Fahrzeuge durchfahren. Schade. Sie fahren natürlich dann durch uns durch, denn. Nossa, mas esse é um pé de breque mesmo, hein? Ich muss auch dazu sagen, wir spielen auf maximale Auflösung, maximal Details und so weiter und so fort. Witzig ist, bei mir ruckelt halt wieder nichts, ja, nur im Stream, also nur im Aufnahmegerät, da ruckelt es halt wieder, ja. Das ist immer ein bisschen eigenartig. Aber schön, dass er oder dass die Leute hier die Kopfschirme scheinbar auf dem Kopf sitzen haben, weil die haben beide Hände, laufen damit, aber nur der Regenschirm, der sitzt auf dem Kopf. Großartig. Scheint auch, dass die KI-Busse hier scheinbar wirklich nur KI sind und irgendwie jetzt keine Haltestellen jetzt irgendwie folgen oder sowas. Die fahren hier einfach nur rum. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, es sind noch einige Baustellen hier offen, die man hier auf jeden Fall abarbeiten muss, ja, in der nächsten Zeit. Ich habe leider nichts finden können, weil jetzt zum Beispiel das letzte Update hier rauskam bei dem Proton Bus Simulator, um da irgendwie so auf dem aktuellen zu bleiben halt. Das müssen wir aber, um zu gucken, ob man das Ganze halt finanziell unterstützen kann. Ich bin ja halt auch immer so einer, ich gehe immer erst auf Nummer sicher, bevor ich hier irgendwo was zahle. Ja, ich bin jetzt auch nicht so einer, der jetzt hingeht und gleich da Geld auf den Tisch legt. Ich muss das sehen, wann, wie gesagt, immer so Updates kommen.
Ja, wenn jetzt zum Beispiel alle halbe Jahre ein großes, großes Update rauskommt, was dann zig Neuerungen mit dabei hat, ja, dann ist es okay. Ja, wenn dann aber zum Beispiel jetzt nur so eine kleineren Updates alle paar Monate kommen, ja, dann lohnt sich das für mich nicht. Ja, die Entwickler sind, glaube ich, alleine, ja, die haben da jetzt auch kein großes Team dahinter, ne? Das ist so ein bisschen wie bei Lotus. Ja, da muss man mal gucken. Also, ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Bam, bam! Werde auf jeden Fall dranbleiben, werde gucken, auf jeden Fall. Werde euch dann dementsprechend halt auch mal informieren. Wie gesagt, jetzt wo ich weiß, dass es den Proton Bus Simulator für den PC gibt, hat sich das bei mir jetzt auch eingebrandet. Ja, also da werde ich jetzt so schnell nicht mehr vergessen. Wie gesagt, Videos gibt es davon jetzt. Und deswegen, also. Simt ist genauso so eine Simulation, die ich halt beobachten muss, stark beobachten muss, um zu gucken, wie geht's da weiter mit Proton, mit Simt halt zum Beispiel auch. Und genau das gleiche wird jetzt hier der Proton-Bus-Simulator sein, den wir jetzt immer mal so mal ein bisschen reinsetzen müssen. Im Großen und Ganzen muss ich aber jetzt schon sagen, gefällt er mir jetzt schon sehr gut. Wie gesagt, halt einige Baustellen sind da, kein Geheimnis. Aber halt definitiv mal Alternativen zum, wie zum Beispiel mit Titeln vom Tourist Bus Simulator, Omsi, Lotus, gibt es halt auch wirklich Konkurrenzprodukte, die halt auch kostenlos sind halt, ja. Meine Sim kannst du ja auch auf einem bestimmten Grad kostenlos spielen. Da kannst du ja auch die paar Busse da fahren. Wenn du halt mehr haben möchtest, musst du halt so eine Goldmitgliedschaft ja, abschließen. Die ich immer noch in Ordnung finde. Ist auf jeden Fall ein anderes Bezahlmodell halt, als wenn du dir das Spiel halt vollständig kaufen musst. Ja, und hier, wie gesagt, geht es wohl aber auch, wenn ihr euch zum Beispiel die Android-Version kauft. Könnt ihr auch die Android-Version benutzen. Könnt das ja auch kaufen mit diesem PC-Lifetime. Also mit PC. Dann müsst ihr an dem Entwickler hier eine E-Mail schreiben mit den ganzen Daten, die da benötigt werden. Und dann wird euch das auch auf dem Handy und PC freigeschaltet. Wundervoll. Ja, und so ist es dann halt, ne? Wer weiß, was es noch so alles für Simulationen gibt. Proton, wie gesagt, ist jetzt nicht gerade sehr bekannt halt, ne? Also klar gab es mal den einen oder anderen, der mal gesagt hat, guck dir doch mal für Android den Proton-Bus-Simulator an, ne? Aber nie jemand, guckt dir mal die PC-Version vom Proton-Bus-Simulator an oder sonstiges, ja. Deshalb, ja, wer weiß, was noch im großen World Wide Web so rumschlummert für eine Simulation, die wir gar nicht kennen. Ja, das ist dann immer ein bisschen schade. Merkt man halt auch, dass die Simulationswelt nicht gerade so ausgeprägt ist, wie jetzt zum Beispiel irgendeine Call of Duty-Gemeinde, Battlefield-Gemeinde oder sowas, ja. Wo halt gleich alles überall dann vernetzt wird oder sowas. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall, die Reise mit dem Proton-Bus-Simulator kann beginnen, hier bei uns auf ÖPNV-Simulationen. Die Reise kann beginnen.
Also die. Das Gewitter haben die schon extremst gut hinbekommen. Alter, das brummt richtig im Ohr. Fantastisch, ja. Müssen wir noch eine Nachtfahrt machen? Also ein Video machen wir auf jeden Fall noch, eine Nachtfahrt. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir mal die Serpentinen uns mal angucken wollen. Da, oder diese Bergstrecken, allgemein mal Modkarten. Müssen wir uns mal anschauen. Also wird es in der nächsten Zeit doch noch einigen Content hier von unserem Proton-Bus-Simulator geben. Ich hoffe, ihr seid damit bei. Wie gesagt, auch wenn die Aufnahme heute natürlich ein bisschen ruckelig ist, scheint die an dem Regen zu liegen. Sieht doch ein bisschen mehr Performance in 4K und alles sowas. So, alles drin, wundervoll, Türen zu. Mich würde gerne mal interessieren, was sie da immer sagen, ja. Hola, Moto. So, irgendwo ist jetzt eine Tür wieder nicht zu. Kinders. Ich hab die Taste gedrückt. Kommt ein bisschen durcheinander, wenn du erst eine Tür aufmachst und dann zwei Türen. Uiuiuiuiui. Weggerutscht. Wie einer, als ob du hier mittlerweile auf Eis fährst. Wir müssen nach rechts rum, wa? Machen wir jetzt, um die Folge jetzt nicht kürzlich oder in die Länge zu ziehen, weil hier passen aber nur so zwei, drei Autos rüber. Bus hat Vorrang. Uns mal eine eigene Busspur jetzt geschaffen. Ja, also definitiv muss Lenkrad-Support her. Also. Oh. Oh. Das war das Schild. Das war das Schild, was wir mitgenommen haben. Bon. Ja. Ja, schön.
meine, es muss man sagen, sind bei der Karte ein bisschen wenig abwechslungsreich, weil es sind halt immer gefühlt die gleichen Gebäude, wenn ich das jetzt richtig so gesehen habe. Die wiederholen sich halt relativ oft halt, um halt eine Stadt zu erzeugen. Ja. Also hier fehlt es auf jeden Fall an Modder, die hier zum Beispiel ihre Objekte hier mit reinpacken. Man hier ein bisschen mehr Gebäudevielfalt hat, ein bisschen mehr Abwechslung halt auch auf der Karte so ein bisschen hat so. Aber ich glaube, eine vollständige Karte gibt es ja hier halt dementsprechend nicht. Ne? Das ist jetzt hier alles so eine Art Demos, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber es schaut auf jeden Fall sehr gut aus mit Regen und so. Also manchmal kommen mir die Linien echt länger vor hier. Hallo Tourist. So, aber da kommt unsere Endhaltestelle, Leute. Und wieder den Bordschirm mitgenommen. Es muss lecker zu Bord her. Nochmal. Also mit Tastatur fahren geht gar nicht, wirklich. Mit Tastatur fahren fetzt nicht so. Meiner Meinung nach. Ne? Das kann man sich wahrscheinlich wieder streiten. Ja, aber das war unsere Regenfahrt hier mal mit einem Solaris Urbino 18. Gelenkbus. Also funktioniert ja auch im Proton-Bus-Simulator. Ne? Hat man jetzt unschwer gesehen hier, das Ganze. Wie gesagt, performance-technisch zieht es natürlich ein bisschen runter. Das muss man natürlich sagen. Das Ganze läuft wieder in 4K und so weiter und so fort. Ne? Ich habe das jetzt ganz nicht bedacht, dass es jetzt doch so extrem viel Performance kostet. Aber ja, nun gut. Hinterher ist man immer schlauer. Nö, da gibt es nichts zu sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge dennoch gefallen, auch wenn es ein bisschen heute ruckelige Fahrt war. Ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Part Proton-Bus-Simulator hier wiedersehen. Mit einem anderen Bus, ja. Vielleicht mal auch bei Nacht. Wäre auf jeden Fall cool. Bedanke ich mich auf jeden Fall. Sage... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.